Oh Mann. Ja, hab mir erstmal den Tipp gegeben, hier mal was durchzumessen. Ja, ihr seht, es ist ausgeschalten, Lämpchen leuchtet nicht. Und wir haben zwischen Phase und Null ein halbes Volt. So, jetzt gucken wir aber mal, was wir gegen Erde haben. Volt von der Seite. Na? Gegen Erde. So, nochmal die andere Seite gucken. Oh, 230 Volt. Woran liegt das jetzt? Darf nicht sein. Ja, trotzdem ist ja aber an dem Steckernetzteil ein Euro-Stecker dran. Das heißt, unsere Erde ist da gar nicht mit im Spiel. Ich habe zwar gesagt, dass das Gehäuse von der Lampe mit angeschlossen ist, aber hier ist der Stecker davon. Und da geht die Erde ins Nichts. Okay. Tja, erklärt mir das mal bitte. So, mal gucken, ob ich das jetzt so hinkriege. Ist noch an. Ein kleines bisschen ist halt hell draußen, deshalb sieht man es nicht. Ihr seht's, ne? Es ist auf Wechselstrom gestellt. Geht immer zwischen Overload und zurück. Also hier schwingt noch nach wie vor was. Definitiv. Mal gucken, ob es vorne an dem Kabel auch noch schwingt oder ob es hier nur dem Kabel zu verdanken ist. Ja, aber na gut. Tja, und hier vorne, praktisch da, wo es aus der Lampe rausgeht, ne? Hier ist dann die Kupplung dann zur Lampe hinter. Dann hier hoch und dann bis hier hin. Da sagt er gar nichts. Ne, weder Wechsel noch Gleichspannung. Da ist Tutentanz hier. Aber direkt da oben dran. Sowas, sowas. Ja, hier läuft's, ne? Ich messe jetzt direkt hier dran. Wie gesagt, der 330 Volt 100 Mikrofarad Kondi ist jetzt parallel an die LEDs angeklemmt. Aber hier an der Stelle, wo das Kabel losgeht, misst mein Messgerät nonstop Overload. Na gut, wir denken mal noch ein bisschen weiter drüber nach, ja?